Herzlich willkommen bei Tales and More und heute zum dritten Teil der Bücherregal-Tour. Und das ist das Anfangsregal, wo wir anfangen werden. Dann gibt es noch ein paar Bücher darunter und die werde ich euch auch gleich zeigen. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit den Büchern. Ich würde sagen, wir fangen von rechts nach links an, würde ich sagen. Also, das erste Buch hier ist Auf immer gejagt von Erin Summerhill. Das habe ich noch nicht gelesen. Mir wurde das ganz arg empfohlen, weil viele gesagt haben, es ist so ein bisschen wie Tribute von Panem und es hat irgendwie was, also die Protagonistin hat was von Katniss und irgendwie klang das für mich ganz gut. Es geht hier irgendwie um eine Geschichte und eine Jagd und mehr weiß ich eigentlich auch. Okay, das war jetzt eine ziemlich blöde Zusammenfassung, aber auf jeden Fall geht es hier drin um eine Protagonistin, die sehr, sehr stark ist und ich glaube, es gibt noch eine Liebesgeschichte mittendrin, die sehr schön sein soll und darauf bin ich auf jeden Fall noch gespannt und das werde ich auch ganz bald lesen. Dann ist hier ein Buch, was ich schon gelesen habe, und zwar ist das Hope Forever von Colleen Hoover. Und darin geht es um Hope, und Hope ist ein Mädchen, welches in einer Stadt wohnt, wo sie ein bisschen abgeschieden ist, weil ihre Mutter ja eigentlich alles verbietet so ein bisschen. Und mehr will ich gar nicht dazu sagen, also wirklich gar nicht, weil es einfach eine wahnsinnig berührende Geschichte war. Es ist mit ein Lieblingsbuch von mir, von Colleen Hoover, und ich mag es wirklich sehr, sehr gerne, kann es auch nur empfehlen. Direkt nach der Will & Laken-Reihe ist es auf jeden Fall meine Lieblingsgeschichte von Colleen Hoover. Dann geht es weiter mit diesem Buch, das habe ich noch nicht gelesen, und zwar ist es ein Roadtrip-Buch von Nina Lacour. Von Nina Lacour habe ich schon mal ein Buch gelesen, aber ich muss sagen, das hat mir jetzt nicht ganz so gut gefallen. Das ist halt einfach so eine Geschichte mit einem Roadtrip, mehr weiß ich nicht. Ich glaube, war es in Europa? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es in dieser Geschichte um einen Roadtrip und ich bin da gespannt drauf. Ich will das auf jeden Fall zur Sommerzeit lesen und freue mich da auch mega drauf. Dann geht es weiter mit Faceless von Alyssa Scheinmel und das habe ich gelesen, als ich nach London gegangen bin letztes Jahr und das war einfach nur wahnsinnig, wahnsinnig schön. Also es geht hier um ein Mädchen, welches, ja, ihr Gesicht wird entstellt, weil sie joggt und ein Blitz schlägt dann auf einen Baum ein, der ihr das komplette Gesicht verbrennt und ja, sie schmilzt sozusagen ein bisschen und es ist eine wahnsinnig berührende Geschichte. Ich kann sie wirklich nur empfehlen. Die ist auch auf Deutsch erschienen im Hansa Verlag. Dann geht es weiter mit 100 Stunden Nacht, das habe ich ja auch schon vorgestellt, von Anna Wolz. Darin geht es eben um eine Geschichte in New York, ein Teenager-Mädchen, was ein bisschen aufgeschmissen ist und trotzdem den Trip noch retten will. Ich mochte es sehr gerne, es hat echt was Tolles gehabt, es war irgendwie was ganz Eigenes, ein sehr, sehr eigener Schreibstil und irgendwie hat es das zu einem ganz besonderen Buch gemacht und das möchte ich tatsächlich auch nochmal lesen, bevor ich dann eben nach New York gehe. Dann die bisher größte, also in Klammern beinahe größte Liebesgeschichte des Universums von dieser Autorin oder diesem Autor, das weiß ich jetzt gerade nicht. Darin geht es um eine Convention und ein Date und nerdige Sachen. Also mehr will ich gar nicht verraten, das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht, das ist sehr, sehr schön beschrieben und vor allem die Aufmachung bei Magellan-Büchern ist einfach immer wahnsinnig schön und ich fand es sehr, sehr sympathisch gewesen und ich mochte es sehr, sehr gerne. Dann geht es weiter mit Before I Fall, das habe ich auch schon gelesen und zwar direkt bevor ich den Film gesehen habe und das Buch hat mir ja tatsächlich so ein bisschen besser gefallen als der Film, weil der Film so einen anderen Weg eingeschlagen hat, aber ich mag Zoe Deutsch sehr, sehr gerne und deswegen wollte ich das auch unbedingt eben noch sehen und lesen und alles, also nach dem Trailer musste ich es einfach lesen und auch vor allem schauen. Und in dieser Geschichte geht es eben darum, dass unsere Protagonistin denselben Tag wieder und wieder und wieder erlebt und naja, am Ende des Tages ist sie am ersten Tag eben gestorben und was da halt alles dann passiert und wie das Ganze ausgeht, das müsst ihr halt einfach selber lesen. Ich fand es sehr, sehr gut und kann es auf jeden Fall empfehlen. Dann geht es weiter mit PS, Ich mag dich von Casey West und darin geht es um eine Geschichte und eine Briefromanze, sage ich mal, die eben zwischen unseren beiden Protagonisten stattfindet. Das Ding ist, unsere Protagonistin weiß nicht, mit wem sie da eigentlich schreibt, sondern hinterlässt einfach Notizen in einem Schulkurs und naja, wie das Ganze ausgeht und ob sie ihren Traummann findet, das müsst ihr dann eben auch selber erfahren. Dann geht es weiter mit Happily Ever After. Das ist diese Spin-off-Kurzgeschichtensammlung von Selection eben. Selection mochte ich ja wahnsinnig gerne und deswegen musste ich das auch haben und lesen. Ich fand es sehr schön, wieder in die Welt abzutauchen und naja, ich freue mich, ob mal wieder was von Kira Cass kommt. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr große Selection-Fans seid. Dann geht es weiter hier. Ich stelle das gerade mal hochkant.
Dann geht es hier weiter mit Angel Fall. Das ist der dritte. Ist es nicht der erste Band? Doch, das ist der erste Band, genau. Das ist der erste Band. Den zweiten und dritten habe ich auch noch da, aber ich glaube, den habe ich gerade verliehen. Ich mochte die Reihe sehr, sehr gerne. Es ist eine Dystopie mit Engeln, was ich bisher noch nie gesehen habe. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und kann ich auch nur empfehlen. Ein John Green Buch, und zwar sein erstes, und zwar eine wie Alaska. Darin geht es so ein bisschen um unseren Protagonisten, der auf eine Universität kommt, wo er Alaska begegnet, und die verändert sein Leben. Wie und was passiert, das müsst ihr eben auch selber lesen. Ich will da euch gar nicht spoilern, also wirklich nicht. Genauso verhält sich es eigentlich auch mit der nächsten Geschichte. Das ist The Mistake von Al Kennedy. Es ist ein wahnsinnig tolles Buch. Es ist eine ganz, ganz andere Liebesgeschichte, die man jetzt nicht so erwartet, weil es geht um unsere Protagonistin, die einen Jungen kennenlernen will und dann im Endeffekt aber sich einen Scheinfreund besorgt. Nee, das ist der zweite Band. Oh, sorry, jetzt habe ich gerade Mist erzählt. Das ist der zweite Band, aber das ist von der The Deal-Reihe. Im ersten Band geht es eben um dieses Mädchen, welches sich einen Scheinfreund besorgt. Im zweiten Band geht es um ein Mädchen, welches einen Traummann bekommen will und am Endeffekt dann, naja, viele Komplikationen kommen. Ich kann es auch nur empfehlen. Ich mochte The Mistake sehr, sehr gerne und bin auch auf The Goal gespannt. Dann Wunder von R.J. Palacio oder Raquel J. Palacio. Da kam jetzt auch der Film raus. Ich mochte das Buch sehr gerne. Es geht auch hier wieder um einen entstellten Jungen, der eben sein Leben so leben muss und mit seinen Klassenkameraden klarkommen muss. Jetzt fällt das Ganze um. Wenn der Sommer endet, war eine ganz, ganz spezielle Geschichte, die man nicht so erwartet. Ich kann den Inhalt auch nicht mehr sonderlich gut zusammenfassen, weil es einfach sehr, sehr komplex ist, sehr, sehr gut gemacht. Und falls es euch näher interessiert, solltet ihr auf jeden Fall mal auf Amazon oder so vorbeischauen und euch da informieren. Dann geht es weiter mit One of Us is Lying von Karen M. McManus. Und darin geht es eben um vier Protagonisten. Einen fünften gab es eigentlich auch noch, der ist aber beim Nachsitzen gestorben. Wer hat ihn ermordet, was ist passiert, das findet ihr nur raus, wenn ihr das Buch lest. Ich fand es sehr gut und war auf jeden Fall ein Highlight von mir in 2017. Dann geht es schon weiter mit den letzten Büchern. Ja, wir sind am Ende der Bücherregaltour angelangt. Und zwar einmal mit Gegen das Glück hat das Schicksal keine Chance von Estelle Lohr. Dann geht es um ein Mädchen, welches klarkommen muss, nachdem die Mutter eben abgehauen ist und so ein bisschen einfach sich durchschlagen muss mit ihrer kleinen Schwester. War sehr, sehr gut, ist sehr, sehr kurz, sehr, sehr leicht, sehr, sehr schön. Kann ich auch nur empfehlen. Das Buch habe ich euch ja auch schon vorgestellt, das mochte ich sehr gerne. Es geht um einen Selbstmordpakt und naja, wenn man dann sich nicht mehr umbringen will, wie das dann weitergeht. Auch eine ganz, ganz große Empfehlung, mochte ich wahnsinnig gerne. Dann noch ein John Green Buch und zwar Margus Spuren. Das mochte ich auch sehr gerne. Also ich liebe John Green einfach wahnsinnig. Und ihr merkt schon, in diesem Bücherregal sind eigentlich nur Bücher, die ich gerne mochte. Und zwei, die ich noch nicht gelesen habe, glaube ich. Und da geht es eben um einen Jungen, der sich in seine Nachbarin verliebt. Die wird aber irgendwie anders und sie entfernen sich voneinander bis zu dem Tag, an dem sie nachts in sein Fenster steigt und sagt, dass sie jetzt auf einen, naja, gefährlichen Abendtrip gehen. Und was da alles dann passiert und wie das Ganze ausgeht, das müsst ihr selber lesen. The Rosie Project oder das Rosie-Projekt ist ein sehr, sehr cooles Buch. Es geht um einen Mann, der, naja, eigentlich seine absolute Traumfrau sucht, dafür ein Formular entwickelt und dann am Ende an Rosie gerät. Rosie ist aber ein Albtraum. Rosie raucht, Rosie ist ganz, ganz unorganisiert, chaotisch und einfach überhaupt nicht sein Typ. Und trotzdem scheint es doch etwas an Rosie zu geben, was ihn fasziniert. Und was das ist und wie die Geschichte ausgeht, das müsst ihr selber lesen. Ich mochte es sehr gerne und das kann ich auch nur empfehlen. Das vorletzte Buch, das habe ich letztens erst beendet, und zwar 13 ist mein Glücksbringer von Jennifer E. Smith. Das ist ein tolles Buch. Ich liebe Jennifer E. Smith sowieso sehr, weil sie einfach wahnsinnig gut schreiben kann. Und das Buch hat mich überrascht, weil es aus der Ich-Perspektive geschrieben ist. Normalerweise schreibt sie eigentlich ausschließlich aus der Er-Sie-Perspektive. Trotzdem hat es mich umgehauen. Es geht um das Thema, wenn man im Lotto gewinnt, wie Geld einen einfach verändern kann. Und mehr möchte ich gar nicht sagen. Ich fand es wahnsinnig gut, sehr, sehr emotionsgeladen. Kann ich auch nur empfehlen. 13 ist mein Glücksbringer. Und das letzte Buch ist von Lauren Graham, und zwar Talking as Fast as I Can. Und naja, das ist eine Art, nicht ganz Autobiografie, aber so ein Buch eben über ihre Geschichte mit Gilmore Girls. Und für alle Gilmore Girls Fans ist es auf jeden Fall was. Ich bin ein riesen Gilmore Girls Fan und deswegen fand ich das Buch auch so wahnsinnig toll.
Und das war es dann auch schon von meiner Bücherregaltour, vom letzten Part. Ihr habt jetzt mein ganzes Bücherregal gesehen. Das ist übrigens das Bücherregal, was im Zimmer von meiner Schwester steht. Deswegen habt ihr jetzt auch vorhin diese Schuhe gesehen. Also nicht wundern. Und ich glaube, damit war es das von diesem Video. Schaut euch auf jeden Fall noch die zwei anderen Teile an, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Und lasst gerne einen lieben Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch noch einen wahnsinnig schönen Tag. Ganz, ganz viel Spaß beim Lesen. Und ja, ciao.